Also, einige Entwicklungen sind ja ein bisschen, also sowohl positiv als auch negativ, ne? Zum Beispiel hier in dieser Episode von Assassin's Creed Brotherhood. Hier gibt es einen schönen Blick auf mein neues Cape. Ich habe jetzt nämlich tatsächlich alle Dinge innerhalb der Stadt hier in Rom renoviert, die man renovieren kann. Mir gehört quasi alles. Das ist super. Dafür habe ich dieses Cape bekommen. Dieses Cape sorgt dafür, dass mein Wert für Notoriety, ja, also meine negative Bekanntheit quasi, dass der sich nicht mehr erhöht. Vollkommen egal, ob ich jetzt stehle, töte und so weiter. Und das ist genau der Punkt. Das hat nämlich gerade eben dazu geführt, dass ich mich wie die Axt im Wald verhalten habe, dass ich losgegangen bin und ein paar Wachen gekillt habe, ohne dass es dafür jetzt wirklich einen sinnvollen Grund gäbe. Aber ging halt. Naja. Das hier ist die Zusammenfassung, die ich vorhin gesucht habe. Natürlich, ich muss zu einer Bank. Und da stehen auch die Gebäude. Es gab nämlich ein Faction Building, das ich neu zuweisen wollte, und ich wusste nicht, wer von den Factions zu viel oder zu wenig hat. Stellt sich heraus, ein Mercenary weniger, dafür ein Diebesgebäude mehr, und dann sind sie alle gleich auf. Das ist super. So, wir haben alle diese Gebäude, alle Discounts überall, Global Economy, alles total super. Das freut mich. So, und zur Feier des Tages will ich was total Abgefahrenes machen, nämlich mit der Handlung weiter. Wir sehen es da hinten leuchten. Dort möchten wir hin. Dort möchten wir weitermachen. Ist aber natürlich schon wieder Restricted Gebiet. Deswegen werde ich einfach mal nicht direkt über die Brücke latschen, sondern mal wieder sowas hier machen. Was habe ich schon mal getan? Das ist furchtbar schief gegangen. Zack, zack, und bleibst du daran hängen? Selbstverständlich nicht. Was heißt das jetzt? Ich komme hier hoch. Die Steine sehen schon mal gut aus. Ja, die sind schon mal dafür da, dass ich hier hochklettere. Okay, das ist super. Okay, also soweit so einfach. Life expectancy? About 5 more minutes out of reach. Ja, hier ist alles voller Kardinäle. Oder was auch immer sie alle für einen Rang einnehmen. Ja, schauen wir doch mal, was passiert. Ja, die sind doch bestimmt eine Gruppe, in der ich mich einblenden kann. Ja, geht doch. Ich sehe hier zwar eh keine Wachen, aber zwei ja werden mal ausprobiert zu werden. Ich sehe ja auch nicht irgendwie anders aus als die ganzen, ne? Also ist ja quasi eine exakte Kopie eines klerikalen Outfits. So, breach the perimeter and confront the Pope. Mit dem haben wir uns ja schon mal auseinandergesetzt. Nämlich am Ende von Assassin's Creed 2. Und jetzt ist er zwar auch immer noch Bösewicht, das ist selbstverständlich immer noch Templar, aber Cesare, der eigentliche Bösewicht hier, ist nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen. Da mal rein. Rodrigo war sein Name. Exakt. So, wir haben den Typen da drüben, der hier Patrouille läuft. Zack, 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 zack. Mal sehen. Letztendlich möchte ich wahrscheinlich da oben hoch. Upsa. Ah, das lief jetzt nicht so großartig. Oh, die Wache ist ja eh tot. Warum hier nur eine Wache lang läuft? Das wollen wir auch mal dahingestellt lassen.
Was ich quasi überhaupt nicht mache, ist sowas. Und dann kann ich den hier eigentlich... Nee. Ich dachte, ich könnte die Wache hier, die tote Wache, vielleicht einfach hier im Beichtstuhl... Also, ich unterstelle mal, dass das ein Beichtstuhl ist. Ablehnen. Ist nicht der Fall. Wollte ich gelootet? Ich habe nicht gelootet. Hast du Armbrustbolzen für mich? Nö, hast du nicht. Was sich die Leute denken, ja, unglaublich. So, komme ich hier hoch? Ich komme hier hoch. So, da hinten sind diverse Wachen. Valeria has been promoted. Die Wache läuft da unten lang. Das heißt für mich eigentlich... Ich war hier ja schon mal, ne? Ich bin eine andere Route reingekommen. So, wo möchtest du, dass ich jetzt... Das sah eben so ein bisschen nach Cesare aus. Ich glaube, das ist... I want to see the Pope! His Holiness waits for you at the top of the castle in his apartments. Get out of my way! Cesare ist darüber hinaus auch nicht sehr glücklich. Finde die geheime Tür. Okay. Welche geheime Tür? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Oh, ah, neue Level 10. So, die geheime Tür ist dann da drüben. Oh, okay, eine Wache, die so tot darunter fällt, ist erstmal nicht so toll. Ich hoffe, du bist außerhalb der Sichtlinie gestorben. Ja, bist du. Hast du Armbrustbolzen? Zwei Stück, vielen Dank. Deine Kooperation war sehr nützlich. Ups. Ich hätte mich beinahe gesehen. Laufen hier noch irgendwelche anderen Schützen rum? Ich sehe erstmal niemanden. So. Das da ist die angeblich geheime Tür. Mal interessieren, ob ich hier entlang hangeln kann. Ja, das ist total super. Da komme ich nämlich nah genug an die daran, um ihnen Assassinen auf den Hals zu hetzen. Und dann merke ich, glaube ich, dass ich eigentlich... hier gar nicht hin will. Wow. Ihr seid krass. Aber die Frage ist ja jetzt vielmehr, wie komme ich da hinten rüber? Ich fände es total super, wenn die sich da an dieser Tür nicht so totlaufen würden.
damit sich der Balken wieder auffüllt und die sich wieder auffrischen. Weil ich brauche die noch. Okay. Ich denke, ich weiß, was ich tun will. Die Wache da unten ist ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rauf, rauf, Ezio, rauf, hoch, 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 hoch. Ja, jetzt haben sie sich gut gelaufen. Beziehungsweise ich wäre wahrscheinlich eher da. Oh. Upsi. Das ist schon was. Wie es möglich ist, dass der mich nicht sieht, ist mir ein komplettes Rätsel. Du kommst hier runter. So, ich will da drüben rüber. Idealerweise, ohne gesehen zu werden. So, jetzt haben wir... Sehen wir da drüben noch jemanden? Ach, da oben. Aber auch du drehst mal. Hallo, Spiel? So, und damit sollte das abgegessen sein. Also dieser Teil. Schnick. Find a way into the upper dining room. Das ist schön, dass mir das Spiel das anzeigt, was es mir gerade angezeigt hat. Ich kann jetzt gar keine Assassinen herbeirufen. I don't understand. I ordered a fresh batch of La Cantarella last night. I am terribly sorry, mia signora. But the Pope has taken it all. Where is the Pope? He meets with Cesare. Strange. He did not tell me Cesare had returned. Der möchte gerne mit Lucrezia. That woman gives me so much trouble. Why didn't I stay in the stables? What a family this Pope has. Aufräumen? Oder willst du... Nee, du willst nur schwingen können. Okay. Komm mir schon wieder vor wie in einem Lair, von dem ich auch noch 4 Stück abhandeln muss. So, sind wir hier. Und was möchten wir dann? Jetzt gerade ausspringe,
falle ich wahrscheinlich tierisch auf die Schnauze. Deswegen mache ich mal hier lang weiter. Da drüben fehlt auch ein Stein in der Säule. Das sieht ganz furchtbar danach aus, als möchte mich das Spiel da lang klettern lassen können. Ja. Sehr gut. So. Das war einfach nur geraten. Ich hätte da genauso gut ganz furchtbar abstürzen können. So, jetzt haben wir hier Zellen. Da unten geht es runter. Und dann geht es hoch. Da wir hoch in einen Dining Room möchten. Ah, ich glaube, dieser Zellenbereich kommt mir sehr bekannt vor. Sie haben die Tür nicht repariert, seit wir hier gewütet haben. Die Katze auf dem Tisch. So, hat das irgendwelche Auswirkungen? Nach rechts geht es nicht weiter. Vielleicht dann nach links. Scheint doch erstmal nichts und niemand hier zu patrouillieren. Ist nicht auf meiner Höhe. Und unten sehe ich auf der Karte auch erstmal nichts. Und wir wollen ja eh nach oben. Ne? Das bringt uns auch dem grünen Fadenkreuz näher. Da geht es in die Ecke. Und hier möchte uns das Spinnen nutzen. Eine rote Wache. Nach rechts geht's nicht weiter. Schmökebombs voll, Bullets voll. Ach, das Spiel möchte höchstwahrscheinlich, dass ich dort nach oben komme. Ja. Das ist natürlich schlecht, dass da oben jemand rumpatrouilliert, der aufpasst. Ach, guck. Oh Gott.
So, na, der einzige Weg, wie ich jetzt dahin komme, wo das Spiel mir anzeigt, ist ja aus dem Fenster, ne? Also, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Du bist leider zu weit weg, um dich einfach mal eben abzuschießen. Andererseits schaust du positiverweise auch nicht in meine Richtung. Möchtest du, dass ich hier bin? Ja. Aha. Rodrigo, du Arschkarte. What has happened here? I do not know what you mean. My funds, my troops, gone. Financial difficulties strike all of us, even those with an army. You intend to give me money? No. I do not. Then I will use the Peace of Eden to get what I want. Your help is not necessary. That has been made abundantly clear to me. Are you aware that the Baron de Valois is dead? No. Did you? What reason could I possibly have to kill him? Was he plotting against me with my brilliant, treacherous Captain General? I do not have to stand for this! The assassins murdered him. But why did you not stop them? As if I could. It was not my decision to attack Monteriggione. It was yours. It is high time you took responsibilities for your actions. My accomplishments! Despite the constant interference of failures like you! You are not going anywhere. I have the Peace of Eden. Get out of my way, old man. I gave you everything, and yet it's never enough. Cesare! He intends to poison you! You would not listen to reason. Father, do you not see? Er ist dein Vater! Ach, das ist sehr interessant. I control all of this! If I want to live, I live. If I want to take, I take. If I want you to die, you die! Where is the Peace of Eden? Stop! I know where it is! Was? Du? Warum du? Did not tell me he had taken it! Cesare, it's me, your queen. You are my sister. Nothing more. Das auch Where noch. You never loved me? Where is the apple? Tell me! Jack! Incest, Tell Hass. Me! Also das eskaliert ja jetzt auf diverse Art und Weisen. Beat Cesare to the Apple of Eden. Das wird jetzt wieder so ein furchtbares Rennen über... Oh mein Gott. Kriegen wir aber alles hin. Schaffen wir alles. In der nächsten Folge. Denn jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und freue mich darauf, euch bei der nächsten Folge wiederzusehen. Und dann geht das Rennen los und dann schauen wir mal, wie sich das alles anlässt. Bis dahin sage ich Tschüss.